Ich würde recht lang aufhalten. Deshalb darf ich alle recht herzlich begrüßen bei unserer ÖAB-Nachtwanderung. Eine geführte Nachtwanderung. Und ganz recht herzlich möchte ich unseren Nachtwächter begrüßen, in Robert Meyer, genannt Ritter Bertel. Darf ich recht herzlich begrüßen. Hört die Leute und lasst euch sagen, sechsmal hat die Glock geschlagen, hütet Feuer und auch Licht, damit heute Nacht kein Brand ausbricht. So ähnlich hätte das geklungen, wenn ihr da vor 500 Jahren hergekommen wart. Aber wenn ich heute zusammenziehe, komme ich auf das Alter. Ich darf euch dazu gratulieren, dass ihr der Aufforderung des ÖAB Folge geleistet habt und euch heute einmal grenzt bei Nacht ausschaut. In unserer Gegend gibt es nichts Schöneres. Und darf ich jetzt eine gute Stunde durch die Altstadt, das tausendjährige Krems, führen. Ihr wisst ja, Krems und Stein sind drei Ortschaften. Es ist Krems eine Stadt, es war Stein eine Stadt und dazwischen liegt der Ortsteil Und. Das kommt aus dem Lateinischen, ad undam die Welle. Und bis 1880 war unsere heutige Ringstraße ein Donauarm. Der ist versandet und da hat man dann die Ringstraße gebaut. Und zum 40. Dienstjubiläum von Kaiser Franz Josef ist die Ringstraße 1888 eröffnet worden. Und seitdem gibt es also durch die Gebrüder Utz, die da die Hauptbaumeister waren, diese Kremser Ringstraße. Und dann euch schon mal, wenn ihr nachdenkt habt, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass alles, was in der Doppelstadt Krems und Stein positiv ist, immer Krems ist. Und alles, was negativ ist, ist immer Stein. Es ist der berühmte Kremser Schmidt, wie der Name schon sagt, der Barockmaler, wohnt da in Stein. Der Köchel steht sogar im englischen Lexikon als Kremser Bürger drinnen, wo sein Haus steht in Stein. Auch die Großmutter mütterlicherseits von Mozart, die Anna von Stein, wie der Name schon sagt, eine echte Kremserin. Nur die größte Beherbergungsbetrieb Österreichs, nämlich die Strafvollzugsanstalt, das ist Stein, obwohl es eben Und steht. Krems wurde 995 erstmals urkundlich erwähnt und da schenkt der Bischof von Freising Krems drei Huben Land. Und eine Hube Land waren in etwa 20 Hektar, wenn es eine Bürgerhube war. Wenn es eine Herzogshube war, dann waren es 60 Hektar. Weil eine Hube Land hat eine Familie ernährt. Deshalb hat der Hurwabauer, von dem sich der Name Hube ableitet, mit 20 Hektar auskommen müssen und der Herzog hat 60 Hektar. Und diese drei Huben Land werden wir dann beschreiten. Die sind oben bei der Pieristenkirche bis zum Pulverturm. Und im Laufe der tausendjährigen Geschichte ist Krems viermal durch Erweiterungsmauern, Befestigungsmauern vergrößert worden. Da haben wir jetzt schon die dritte Mauer, die 1440 errichtet wurde, das Steiner Tor. Und der letzte Schutz für Krems und Stein war der Hochwasserschutzdamm 1995, den wir mit Stein gekriegt haben. Wie das Steiner Tor errichtet wurde 1440, war es baulich fertig, nur das Tor war noch nicht fertig. Und da sind die Hussiten auf Krems zugezogen. Und da haben die Kremser Hausfrauen, die Bürgerwehr, ihre Männer bewaffnet, den Hussiten entgegengesendet. Nur die haben es irgendwo in einer Kellergasse verfehlt, sodass sie es nicht gefunden haben. Und da sind die Hussiten auf das unbewehrte Kremser Steiner da gekommen. Und da haben die Hausfrauen da vorne Leintücher vorgehängt, haben diese mit Senf beschmiert und das hat die Hussiten abgewiesen. Ob es da gestanken vom Senf war oder ob sie geglaubt haben, dass da Holz ist, das weiß die Geschichte nicht. Also die Kremser Hausfrauen haben schon immer ein sehr großes Recht gehabt in der Stadt. 1880 sollte auch das Steiner Tor, der Spitzhacke, zum Opfer fallen. Aber auch da haben wieder die Hausfrauen ein Veto eingelegt, weil sie befürchtet haben, wenn da im Herbst die Blätter runterfallen, wird sie alle da in die Landstraßen rein und sie müssen alle da Laub kehren. Deshalb ist das Steiner Tor als einziges Tor stehen geblieben. Und wenn wir jetzt dann reingehen, dann schaut es einmal nicht in die Auslagen, sondern am Fußboden. Und da wird sehen, dass vor jedem Haus ein anderes Muster an Pflasterung ist. So dass der Hausherr weiß, wenn so ein beim Glatteis ausrutscht und er bricht sich die Hand, dann weiß er, ob seine Versicherung oder die vom Nachbarn zum Zahlen hat. Gut, und dann folgt mir jetzt bitte.
Super. Die oberösterreichische Bildhauerfamilie Schwandaler hat in Krems eine Dependance gehabt, eine Filiale. Man hat nämlich nicht die Figuren übers Land geschickt, sondern nur das Holz und hat da herunten geschnitzt, damit man dann nicht so weit transportieren braucht, damit es nicht bricht. Und da haben wir jetzt das Haus der Familie Schwandaler. Da haben wir eine Schwandaler Madonna und da vis-à-vis haben wir eine Galionsfigur, die den Schwandalern zugeschrieben wird. Also ich bin nicht ganz sicher, ob der Schwandaler ist oder nicht, aber sie wird ihnen zugeschrieben. Und da haben wir jetzt die Garheißgasse. Und der Garheiß war ein ganz ein berühmter Kremser. Das war dein Vorgänger von dir. Das war der Erfinder der Schulausflüge. Der hat also schon im 17. Jahrhundert, das hat der Frühwirt entdeckt, hat das schon die Kinder schon also in die Städte geführt und dann hat das gezeigt, weil er gesagt hat, mit dem Anschauen und Angreifen lernen sie es schneller und besser. Als wir waren das auf der Tafel aufzeichnen. Vielleicht hat er auch einen Zeichner kennen. Ja, 1780 hat der Josef II. Die Dominikanerkirche säkularisiert, weil er alle Klöster, die nicht entweder Krankenpflege oder Schulunterricht gehalten haben, auflassen hat. Und da wurde da draus dann das Staatstheater, wo der Alexander Girardi unter anderem gespielt hat. Und vorne war das Feuerwehrdepot. Und da bin ich 1957 als Feuerwehrmann eingegangen, weil uns der Vorschullehrer gesagt hat, wenn wir bei der Vorschulprüfung mit einem Feuerwehrabzeichen sitzen, kriegen wir leichter einen Führerschein. Und seitdem bin ich bei der Feuerwehr. Jetzt ist das Stadtmuseum und Landesmuseum der Stadt Krems und das Kulturamt im Dominikaner Kloster untergebracht. Da haben wir jetzt einen Blick auf unsere drei Hauptkirchen, die Bürgerspitalkirche, den jetzigen Dom zur Wachau und die Pieristenkirche. Das Bürgerspital war bis ins 16. Jahrhundert hinter der Kirche und dann hat man da hier unten ein Judenghetto nach Osten verlagert bis in die Dienstlerstraße und bei dem Abriss dieses Judenghettos hat man 5000 Golddukaten gefunden. Und weil die Kremser nicht die Pappen halten haben können, hat es der Kaiser erfahren, haben 3000 anliefern müssen. Aber mit den 2000 ist das Bürgerspital errichtet worden. Weil wir zuerst von der Währung geredet haben, der Jahresgehalt des Nachtwächters waren 52 Kronen. Und für eine Krone hat man ein Kilo Rindfleisch gekriegt oder ein Scheffel Mehl. Also 12 Liter Mehl oder Rindfleisch, ein Kilo. Und der Also in der Woche hat der Nachtwächter eine Krone als Gehalt gehabt. Aber er hat natürlich bei diversen Dienstleistungen überall mitgenoscht, sodass er sie nicht selber verköstigen hat brauchen. Die Kremser Stadtpfarrkirche ist 1560 eingestürzt, weil es also nur der gotische Turm, die unteren zwei Drittel stehen blieben. Und dann hat der Stadtbaumeister, Dombaumeister Giacomo Biasino, das als erste Kirche errichtet. Seine Frau hat beim Steinertor, wo jetzt das Landhaus, Modehaus ist, ein Gasthaus gehabt, weil der hat ja das Geld für die Kirchen, den Kirchenbau erst gekriegt, wenn die Kirche fertig ist. Und da hat er sich also mit dem Wirtshaus über die Runden gebracht. Wir die Romenade rund wegnehmen hat lassen, hat einen Polier aufgeschickt und der hat das runtergenommen. Und dann hat er aufgeschrien, Helz, und der hat runtergeschrien, es hält. Und der hat er unten verstanden, es fällt, und ist davon gerannt. Und hat ihn lange nicht gefunden.
Aber schlussendlich ist er am rechten Altar, wenn man da also vom Westen reingeht, der rechte erste Altar, ist die Grablege des Dombaumeisters Biasino mit seiner Familie. Und die Bieristenkirche, das ist so ein typisches Kremser Unikat. Das war die Kirche unserer lieben Frau, ist heute auch noch. Und da stand die erste Kirche von Krems, 2014, war da oben eine kleine Kirche. Und die Jesuiten haben 1572 diese Kirche geschliffen mit 6 Häusern und haben dann diese Kirche von der Dombauhütte St. Stephan errichten lassen. Die Maria Therese hat dann 1773 die Jesuiten aus Österreich verbannt und da sind von St. Pölten die Bieristen rübergekommen und seitdem ist es die Bieristenkirchen. Aber sie haben eigentlich baulich nichts mehr gemacht, sie haben nur sich als Nutznießer da eingesetzt und haben das weitergeführt. Krems hat also 3 Wahrzeichen, das Standardteil haben wir schon gesehen. Da haben wir jetzt den Pulverturm, der im Logo der Winzergenossenschaft ist. Und das war bis 1760 das Pulvermagazin von Krems. Und das ist ja dann gefährlich geworden, haben sie es nach Straßing übersiedelt und dort ist dann explodiert. 1745 ist Krems also von den Schweden nicht eingenommen, sondern die Krems hat sich freiwillig übergeben, weil die Schweden Stein total vernichtet haben. Und da sind also die Schweden da kampflos nach Krems reingekommen. Und die haben da ihr Winterquartier bezogen. Und im Frühjahr 1646 hat ein schwedischer Offizier ist über die Bieristenstiegen raufgeritten und hat links und rechts die Marienbilder zerstört. Und da hat er dann da auf die belagernden Truppen vom General Buchheim runtergeschaut und da hat er mal Kanonenkugel den Kopf weggeschossen. Und seitdem haben wir da das Mantel ohne Kopf. Und da ist heute gleich die richtige Gelegenheit, Frau Stadtrat, weil das ist immer da gestanden. Und da war es beleicht. Nur der Herr Professor Freilinger hat sich einbildet, er muss dort einen gescheiten Standort machen und sonst steht es jetzt in der Finstern. Das war, meine Bitte wäre, dass wir da ein Solarlicht hinkriegen. Der Kremser Bürger Simon Handel war, wie man unschwer erkennen kann, ein Unterknechteter seiner Frau. Da bittet er gerade um den Hausschlüssel, damit er am Abend wieder unbeschadet daheim rein kann. Und der hat einen Verein gegründet, die sogenannte Siemandl-Bruderschaft, damit er einmal in der Woche unbeschadet ins Wirtshaus gehen kann. Und die haben das Vereinslokal in der Gotzerburg gehabt, im Gasthaus zu den 3 Raben. Und da gibt es die berühmte Rabenschlacht von Krems, die der Dr. Blöckinger geschrieben hat. Da haben die Hausfrauen mit Teigwalzen bewaffnet die Ausgänge zum Hohen Markt blockiert. Da die Wegscheid, die Burgstiege, die Rabengasse und die Margaretenstraßen. Und einer der Siemandl-Brüder hat aber in der Landstraße sein Küchenfenster geöffnet, da sind sie rein und beim Schlafzimmerfenster hinten wieder raus und haben diese Blockade umgangen. Und das war die unblutige Rabenschlacht von Krems. Und diese Siemandl-Bruderschaft gibt es bis heute nur in Krems, hat momentan 64 Mitglieder und eins davon bin ich. Das sind also die Männer, die zugeben, dass wir daheim nichts zum Reden haben. Aber für mich ist das kein Problem, weil ich ja da fürs Reden zahlt wird. Am 35 haben die Babenberger mit den Kuhnringer hier eine Stadtburg errichtet. Die Kuhnringer sind dann in Misskredit gefallen durch ihr Raubrittertum. Darauf hat man die Burg zerstört und da ist nur dieser Teil, den wir jetzt da sehen, stehen geblieben. Das andere war weg. Und der Stadtrichter, also der Bürger Gotzo, der 1235 nach Krems in die Kaufmannslehre gekommen ist, hat nach seiner Lehrzeit mit seinem ersten Jahresgehalt in Hadersdorf am Kamp einen Weingarten erworben
Dann hat er die reichste Steiner Bürgertochter geehelicht und auf dem Kapital sein Imperium gegründet. Und seit der Zeit sollte uns Männern bewusst sein, dass an einem Heiraten ein Leben lang nachhängt. Er war über 13 Perioden, eine Periode war immer von Herbst bis Herbst, Stadtrichter von Krems und Stein mit Unterbrechungen und hat in dieser Zeit dem Ottokar von Pschemisl die Margarete von Österreich zugeführt, hätte ich nicht mal sagen verkuppet, und ist dafür vom Ottokar zu dessen Kammergrafen ernannt worden. Und wir haben da als Überbleibsel die Margaretenstraße. Als die Kurfürsten in Frankfurt den Rudolf von Habsburg zum Herzog von Österreich gekürt haben, hat sich der Gotzo sofort auf die Rudolf-Seite gewendet, ist dafür vom Ottokar in Klingenberg in Mähren in Geiselhof genommen worden und nach dem Tod des Ottokars nach der Schlacht von Dürngrod hat ihn der Rudolf befreit und auch zu seinem Kammergrafen ernannt. Man könnte also heute sagen, dass der Goldoni die Geschichte des Dieners beider Herren auf den Gotzo geschrieben hat, um den Ausdruck Wendehals nicht zu strapazieren. 1288, die Bergwig hat ihm 4 Söhne und 2 Töchter geschenkt, wovon aber nur 2 Söhne und 1 Tochter den Gotzo überlebt haben. Und da ist er dann 1298 nach Rom auf eine Pilgerreise gegangen, die von Februar bis Mai gedauert hat, muss man sich mal vorstellen. 3 Monate Krems, Rom und Retour, eine gewaltige Leistung. Und dann hat er da sein Schärflein zusammengepackt und ist nach Zwettl ins Kloster gegangen. Und damit sie ihn dort mit offenen Armen empfangen, hat er sein Erbe mitgenommen. Und es steht in der berühmten Bernhard in der Chronik von Zwettl niedergeschrieben. Das waren Häuser, Wälder, Felder, Obstgärten, Weingärten, ein Fischteich und 1390 Pfund Silberpfennig. Und damit man einen Begriff hat, was man mit dem Geld kaufen hätte können, gibt es eine Urkunde, die auch der Gotzo ausgestellt hat. Da kauft der Abt von Rheinsberg ein Bürgerhaus in Krems um 39 Pfund Silberpfennig. Also er hätte eine halbe Stadt wie Krems kaufen können. Nach dem Gotzo hat dann sein Schwiegersohn, der Griffo, die Amtsgeschäfte übernommen, aber nur für ein Jahr. Der wurde dann Stadtrichter von Wien. Und dann haben die Habsburger, der Ausdruck den Habsburgern zugefallen. So hat man das, wo man heute enteignet sagt, ist dann damals zugefallen. Und die Habsburger haben es immer als Pfandleihanstalt verwendet. Immer wenn sie Geld gebraucht haben, haben sie es verpfändet und wieder zurückgenommen. Nur vom Schlüsselamtmann Pichler, der 1548 die Gotzoburg erworben hat, haben sie es nicht mehr zurückgekriegt. Ab dem Zeitpunkt bis 2004 war sie dann Privatbesitz. Und 1950, als ich mit meinen Eltern da hergekommen bin, die Pächter des Gasthauses waren, waren auf der ganzen Gotzoburg 13 Besitzer. Also nur auf dem Teil, der da, das hat ein Ingenieur Kutscher gehört, aber der Teil da waren 13 Besitzer. Und von 12 Besitzern hat mein Vater das Vorkaufsrecht erworben und da tut es einmal so 230.000 Schilling, da hätten wir 7 VW-Käfer gekriegt, und das umrechnen. Haben wir ja immer noch Boch zahlen müssen. Und so 1950 waren 6 Wirtschaftsbetriebe in der Gotzoburg. Da wo jetzt die Arkaden freigelegt sind, das ist 1958 passiert, war eine Kreislerei dahinter, der Leopold Resch. Bei dem Glasfoyer da war die Rabenklasse, die war nach dem Krieg, wie die Schulen ausgebombt waren, war da ein Glas von der Realschule drinnen. Und dann hat der Ingenieur Leopold Kittenberger eine Akkumulatorenwerkstätte drin gehabt. Und dahinter war unser Wirtshaus. Da hat ebenerdig die Frau Skabina einen Waschmaschinenverleih gehabt, die ist mit 3 Huber Pulsator-Waschmaschinen, mit dem Moped, mit dem Anhänger zu den Hausfrauen gefahren, damit die schon mit der Maschine Wäsch waschen haben können. Bei dem Tor, wo man jetzt in die Diskothek reingeht, hat der Ringswirtstransportunternehmer seinen einzigen Lastwagen drinnen gehabt. Und bei den 2 Fenstern im ersten Stock hat der Besitzer des Hauses, der Ingenieur Kutscherer, eine Firma gehabt. Da wurden Kugelschreiberminen nachgefüllt. Da hat man also von 1955 bis 1965 den Kugelschreiber, wenn er leer war, nicht weggeschmissen und auf die nächste Wahl gewartet, dass man einen geschenkt kriegt. Und er hat ihn zum Saska getragen, zum Nachfüllen lassen. Und die sind da nachgefüllt worden. Jetzt ist nur mehr ein Gastronomiebetrieb drinnen, das Bundesdenkmalamt und die IMC-Fachhochschule. Und jetzt habt ihr ein Glas Wein verdient. Jetzt muss ich noch. Hört die Leute und lasst euch sagen, 8-mal hat die Glocke geschlagen, löscht das Feuer und das Licht,
damit heute Nacht kein Brand ausbricht. Danke. Ich würde euch bitten, geht so nicht weg. Wir haben euch da was aufgebaut von ÖRB. Es kriegt jeder noch Gasel rein. Es gibt eine Stärkung auch noch. Ja. Und wer will, kann sich da fotografieren lassen mit dem Nachtwächter. Ich glaube, das steht auch noch zur Verfügung. Aber ich würde bitten, machen wir ein Gruppenfoto. Der was will, kommt her, machen wir ein Foto. Der was nicht will, muss nicht aufgeben.